Ich bin Dr. Maike Kuhlmann. Ich arbeite in der tierärztlichen Gemeinschaftspraxis Dr. Janetzko und Dr. Lange. Und arbeite hier jetzt seit einem Jahr hauptsächlich in der Pferdefahrpraxis. So, ich möchte euch heute etwas über Schwellung am Pferdebein erklären, und zwar hauptsächlich über so festere Umfangsvermehrung. Und zwar können die auftreten, insbesondere am häufigsten am Röhrbein des Pferdes, gerne auf der Innenseite. Und zwar kann es sich dabei um verschiedene Sachen handeln, und es ist unterschiedlich wichtig, einen Tierarzt zu Rate zu ziehen. Beim Putzen des Pferdes fällt es den Besitzern am häufigsten auf, dass sich im Bereich des Röhrbeines festere Umfangsvermehrungen befinden. Oft handelt es sich dabei um Überbeine, also um Knochenhautreaktionen. Die treten gerne an der Innenseite auf, können auch bis zu hühnereigroße Schwellungen werden und machen vielen erstmal Angst. Wichtig ist erstmal zu überprüfen, ist das Pferd sehr schmerzempfindlich, wenn ich drauf drücke, und wo genau sitzt die Schwellung? Ist sie mehr vorne im Bereich des Röhrbeins oder vielleicht mehr im hinteren Bereich des Beines, dort wo die Griffelbeine sitzen? Es gibt unterschiedliche Ursachen für eine solche Schwellung. Häufig ist es eine Trittverletzung. Die Pferde hauen sich oft mit dem eigenen Fuß in das gegenüberliegende Bein und dann haben sie ein kleines Trauma und darauf reagiert der Knochen. Es könnte aber auch sein, dass das Griffelbein gebrochen ist oder eins der Griffelbeine. Die liegen an den hinteren Innen- und Außenseiten des Röhrbeines und können dort auch brechen und stark anschwellen. Wenn euch bei eurem Pferd eine Schwellung am Pferdebein auffällt und sie eher einen festeren Charakter hat, handelt es sich wahrscheinlich um ein Überbein oder um einen Griffelbeinbruch. Wichtig dabei ist, in erster Linie geht das Pferd lahm und ist die Stelle sehr empfindlich. Wenn ich hier drauf drücke, zieht das Pferd sofort das Bein weg. Dann sollte man auf jeden Fall direkt einen Tierarzt zu Rate ziehen. Und auch wenn das Pferd schon deutlich lahm ist, wenn die eine Griffelbeinfraktur haben, gehen sie oft schon im Schritt hochgradig lahm und mögen das Bein auch kaum absetzen. Und das wird stark anschwellen und auch zunehmend im Verlaufe des Tages immer dicker werden. Die erste Hilfemaßnahme ist, egal in welchem Falle, immer kühlen. Das schadet nie. Gerne mit, wenn man hat, einer Kühlgamasche oder gefrorenen Erbsen mit einem Handtuch drunter. Das funktioniert immer ganz hervorragend. Wenn das Pferd nicht lahm und nicht sehr empfindlich an der Stelle ist, kann man auch ein paar Tage abwarten und schauen, wie sich die Schwellung entwickelt. Und dann im Endeffekt vielleicht auch den Tierarzt einmal zu Rate ziehen, um zu schauen, ob ein Überbein zum Beispiel stören könnte, wenn es an einer ungünstigen Stelle sitzt und die Sehne beeinträchtigen könnte. Wenn generell Unsicherheiten bestehen oder das Pferd lahmt bzw. empfindlich ist, sollte immer der Tierarzt zu Rate gezogen werden. In einem Fall einer solchen festeren Schwellung würde immer eine Röntgenuntersuchung anstehen, um eine genaue Diagnose festzustellen und die Lage eines eventuellen Überbeins oder eines Griffelbeinbruchs feststellen zu können und dann eben auch eine entsprechende Behandlungsmöglichkeit wählen zu können. Im Falle eines Überbeins wird häufig erstmal ein Zinkleinenverband angelegt, um die grundsätzliche erste Entzündungsreaktion zu begrenzen. Und man würde auch das Pferd unter Schmerzmitteln setzen und in die Box stellen. Dann könnte man auch noch das Überbein anspritzen. Das liegt aber immer daran, wie stark das Überbein geschwollen ist und wo es genau liegt, wie schmerzhaft das Pferd ist und quasi auf individuelle Faktoren. Bei einer Griffelbeinfraktur muss nicht gleich operiert werden. Das ist auch kein Todesurteil für ein Pferd. Das ist erstmal keine Panik. Oft reicht
Boxenruhe und Schonung unter Schmerzmitteln. Gegebenenfalls kann der untere Teil des Griffelbeins auch operativ entfernt werden. Das ist meist eine recht komplikationslose Operation und das Pferd hat gute Heilungschancen. Aber wichtig ist erstmal, das Pferd ruhig halten und in die Box stellen und auf den Tierarzt dann warten.